Ist Holz das neue Gold? Wenn man sich die derzeitigen Brennholzpreise ansieht, ja, nah dran. Das animiert wohl einige Zeitgenossen dazu, das Holz mal eben direkt aus dem Wald mitzunehmen. Und zwar in großen Mengen, wie Revierförster Marco Richter vom Forstamt Hanau weiß. Hier an diesem Weg sind im Laufe der letzten paar Wochen mehrere LKW-Ladungen Holz gestohlen worden. In Summe ca. 90 Festmeter. Ich bin hier lang gekommen, das Holz war weg, ich dachte, der Kunde hätte das abgefahren. Doch das Holz wurde nicht vom Käufer abgeholt, sondern hier im Wald bei Maintal eiskalt geklaut. Und wählerisch waren die Diebe auch noch. Das bessere Holz wurde alles weggefahren und hier sehen wir ein paar kleinere Reste, sind auch liegen geblieben. Vielleicht gingen sie nicht auf den LKW oder vielleicht ist es auch einfach von der Qualität zu schlecht, was hier unten im bodennahen Bereich liegt. Doch mit dem LKW einfach in den Wald fahren, zu dem es auch noch Zugangsbeschränkungen gibt. Entweder die Schranke war mal also unverschlossen gewesen aus Unachtsamkeit oder es gibt auch ganz viele Fuhrbetriebe, also LKW-Betriebe, die Schlüssel haben. Ärgerlich ist zudem, es gibt sogar Augenzeugen. Ein LKW wurde sogar gesehen vom Yachtpächter, der hier regelmäßig durchkommt. Er dachte, das wäre alles ganz normal, weil wir ja wirklich auch dahinterher waren, dass das Holz weggefahren werden sollte. Der Schaden um die 4.000 Euro, schätzt Marco Richter. Privatpersonen werden den Holzstapel wohl nicht gestohlen haben. Das ist unwahrscheinlich. Eine Privatperson hat auch gar nicht so ein LKW, so ein Fahrzeug. Und ja, hier ist davon auszugehen, dass das Holz wirklich in eine größere Anlage gehen wird, dass das als Hackschnitzel verarbeitet wird. Für den Holzklau fehlt Marco Richter natürlich jedes Verständnis. Ist eine Straftat. Ich finde das auch wirklich höchst anrüchig persönlich. Also Holz zu nutzen, kann man nichts dagegen sagen, aber das Holz dann zu klauen, das ist wirklich keine feine Art. Die Brennholzpreise sind förmlich explodiert. Auch der Frankfurter Händler Jörg Sellig kann sich vor Bestellungen kaum noch retten. Doch liefern wird immer schwieriger und teurer. Der Raummeter Buchenholz kostet bei Jörg Sellig zurzeit 290 Euro plus Transport. Aber auch Mondpreise um die 500 Euro haben wir bereits im Internet entdeckt. Die Nachfrage ist extrem hoch. Das hat viele Gründe. Also entweder die Angst, dass es Gas zu teuer wird oder es gar kein Gas mehr gibt. Dann wird es gleichzeitig noch befeuert von den Kaminbauern, die den Leuten ganz viele Kamine einbauen, sagen hier, und die aber nicht darüber aufklären, wie die Brennholzpreise sind, beziehungsweise ob es überhaupt welches gibt. Noch ist Hochsommer, aber was kommt, wenn es kälter wird? Ich gehe davon aus, dass es eigentlich kein trockenes Brennholz mehr geben wird. Weil das ist eh immer das Problem, sobald es richtig kalt wird oder länger kalt ist, dass es kein Trockenes mehr gibt, nur noch vorgetrocknetes oder frisches. Aber das ist so vergleichbar wie mit, wenn es einmal schneit, rennen sie alle zum Reifen wechseln und dann kriegen sie auch keinen Termin mehr. Ja. Jörg Sellig verkauft regionales Holz aus Hessen. Doch der Nachschub hängt. Aber auch wer auf Alternativen ausweichen will, hat schlechte Karten. Holzbriketts, gepresste Rundlinge oder sowas, ist immer eine Alternative. Aber die gibt es auch nicht mehr. Beziehungsweise auch nur extrem teuer, weil die auch hauptsächlich, ich schätze mal, zu 90% sogar aus der Ukraine gekommen sind. Doch wie den Holzklau im Wald stoppen? Marco Richter wird nun verstärkte Kontrollen durchführen. Ich habe hier ganz einfach auf das Thema Menschlichkeit gesetzt. Ich habe hier zum Beispiel die ganzen Jagdpächter angesprochen, dass sie einfach aufpassen, wenn wieder mal Holz-LKWs hier stehen oder wenn Holz aufgeladen, verladen wird, sich das Kennzeichen zu notieren. Ich selbst fahre nun natürlich auch häufiger rum. Zudem setzt Hessen Forst teilweise auch sogenannte GPS-Tracker ein. Wird das Holz gestohlen, kann so genau beobachtet werden, wo es hin ist. Diebe wurden so bereits festgenommen, sagt Marco Richter. Ob die Vorkehrungen ausreichen, wird man sehen.